Hallo und willkommen im Outdoor Wonderland. Ich bin heute mal wieder unterwegs, um ein bisschen zum Scouten. Und bin gespannt, ob ich in der Nähe vom Lech vielleicht ein schönes Plätzle finde, wo wir uns ein bisschen aufhalten können. Also, wer Lust hat, ist gerne eingeladen. Das Wetter hat ganz schön aufgefrischt. Es ist jetzt also lange nicht mehr so schön und warm, wie es war, aber ich sage jetzt mal, für die Jahreszeit durchaus angebracht. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn unterfinden an der Lech. Das ist nämlich ein ganz schöner Höhenunterschied hier oben. Da unten im Wald, da müsste irgendwo das Lechufer sein. Ja, wenn ich sowas sehe, ich weiß gar nicht. Pure Zerstörungswahn. Ich verstehe die Leute manchmal nicht. Ich zeige euch das. Ja, wunderschön hier. Aber nein, man muss es ja kaputt machen. Unmöglich. Ich habe heute früh beim Frühstück, ist mir ein bisschen so die verschiedenen Talbaufbauvarianten, sind mir so durch den Kopf gegangen. Und jetzt schaue ich mal, wenn ich ein geeignetes Plätzli finde, dann möchte ich mal was ausprobieren, was ich in der Art noch nie gemacht habe. Und falls das klappen sollte, dann zeige ich das. Bin ja mal gespannt, A, ob ich ein Plätzle finde und B, ob ich das so umsetzen kann, wie ich mir das heute gedacht habe. Das sieht jetzt doch auch mal interessant aus. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Das sind doch mal Zufälle, he? Wie jetzt auf dem Weg ans Lechufer gesucht habe, komme ich an dem Wegweiser vorbei. Heißt natürlich für mich sofortige Kursänderung. Mal schauen, was das für ein Brookgreen ist. Thank you.
So, und dann gehen wir wieder von der Burg. Aber jetzt auf zum Lechufer. Hab schon ein bisschen einen Kaffee durst. Jetzt sind wir am Lechufer. So, jetzt ist es soweit. Den schönen Feuerstahl von Bernd. Wenn wir es mal ausprobieren. Jawohl. Funktioniert bestens. Also Bernd, herzlichen Dank nochmal für den Feuerstahl. Das war halt schon mal Premiere, der erste Kaffee geht natürlich auf dich. Wunderschön. Also ich muss sagen, die Scout-Runde hat sich heute schon rentiert. Und wenn ich noch gegessen habe, dann schaue ich mal, ob ich ein Plätzchen noch finde, dass ich das mit dem Tarp ausprobieren kann. Und falls nicht, sage ich mal, ist auch nicht so schlimm. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also Bernd, erste Kaffee, möglich gemacht durch den Feuerstahl, zum Wohl. Oh, herrlich. Jawohl, der ist fertig. Dann lass mich das Essen schmecken mit meinem Kaffee. Und dann suchen wir noch einen Platz fürs Tarp. Und dann hole ich euch wieder dazu. Also bis später. So, ich bin jetzt ein bisschen umeinander gewandert. Ich habe mich jetzt für den Platz entschieden, weil ich möchte ja da jetzt nicht irgendwie liegen bleiben oder sonst, weil der Boden ist denkbar ungeeignet. Aber zum Ausprobieren, ob das so funktioniert, wie man das vorstellt, geht's. Also folgendes, ich möchte das Tarp aufbauen, über die lange Seite, also wie ein Diamant, mit zwei Seiten geschlossen und einer möglichst hohen Öffnung nach vorn. Jetzt ist es so, wenn man den Spitz an der Baumhie anbindet, dann hat man im Eingangsbereich vor der Nase immer den Baum. Und das möchte ich eben nicht. Und jetzt habe ich vor, dass ich zwischen den zwei Bäumen hier, dann sieht man es, den da und den da, eine Querleine spanne, ziemlich hoch, und an der Leine dann den Spitz vom Tarp befestige. Und ob das funktioniert,
Das schauen wir uns jetzt an. Ist ein bisschen eine blöde Perspektive, ich weiß schon. Also da ist jetzt die Leine gespannt. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mit Hilfe von einer Brusikschlinge in der Mitte einen Festpunkt. Und da wird dann das Talp befestigt. Ich gehe dann auch nochmal mit der Kamera direkt hin und zeige den Aufbau dann, wenn er fertig ist. So schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Und jetzt dann nochmal zum Aufbau. Ich habe praktisch von dem Baum quer rüber zu dem Baum die Leine gespannt. Und hier mit Hilfe von einem Brusig und einem kleinen Karabiner die Spitze vom Talp aufgehängt. So sieht das Ganze von hinten aus. Ich habe praktisch das über das lange Stück abgespannt zum Boden und hier in der Mittelschlaufe, wie man sieht, eine Leine hier zu dem Baum gespannt. Und rechts und links die Flügel einfach am Boden abgespannt. Und der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist, dass ich jetzt vorne, jetzt gehe ich mal ein Stück weiter weg, dass ich vorne eine höchstmögliche Eingangshöhe habe und trotzdem von rechts und links einen Windschutz. Der Vorteil an dem System ist eigentlich jetzt nur der, dass ich die obere Spitze hier nicht direkt am Baum habe, und somit der Baum direkt vor dem Eingang hat. Also ich finde, das klappt ganz gut. Ist schön groß drin, hat mir jede Menge Platz. Also Idee nicht schlecht. Ich habe jetzt dann noch ein Stückchen Marsch vor mir bis zum Auto. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal im Outdoor Wonderland. Tschüss. Euer Pit.